Auftaktsieg gegen Karl Zeiss Jena. Was für ein schweres Stück Arbeit war das heute? Das erwartet schwere Spiel, was wir von vornherein gesagt haben. Wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen, haben uns aber dann gut reingekämpft und ich denke, den besten Zeitpunkt für ein Tor gemacht nach dem Standard. In der dritten Liga werden oft Spiele so eingeleitet mit einem Standard und ja, war ein schweres Spiel, aber ich denke, nicht ganz unverdient. Trotzdem, zusammengenommen mit dem Testspielsieg gegen Mainz und heute dem erfolgreichen Auftaktsieg in der dritten Liga, viel besser starten kann man eigentlich nicht. Na klar, wir haben 3 Punkte geholt. Das war das Ziel des ersten Spiels und jetzt gilt es schon wieder Vorbereitung für die nächste Woche und da gucken wir auch nur auf das eine Spiel und wollen wieder 3 Punkte holen. Stichwort Vorbereitung. Wie froh ist man als Spieler, wenn man die Saisonvorbereitung beschlossen hat und endlich der erste Spieltag ansteht? Natürlich sehr froh. Die ersten 3 Wochen der Vorbereitung sind richtig eklig und tun richtig weh. Und da ist man umso glücklicher, wenn es dann losgeht und man spielen darf und es um Punkte und Prämien geht. Es ist deine zweite Saison beim SVW. Was zeichnet aus deiner Sicht die Mannschaft diese Saison bislang aus, so wie du sie in der Vorbereitung und im Zusammenleben erlebt hast? Ja, ich denke, wir haben gute Spieler dazu bekommen. In der Breite sind wir jetzt sehr gut aufgestellt. Wir haben die neuen Spieler sehr gut integriert und ja, da denke ich schon, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Dankeschön.